Ich bin im Mimtal, die nächsten 10 Jahre noch. Und ich wollte eigentlich. Ach, geht ja nicht. Genau, ich habe ja eigentlich aufgehört, weil ich ganz gerne diesen Teleporterstein verwenden wollen würde, aber die sind nicht funktional. Vielleicht muss ich ein paar Fokussteine mir noch zusammenklauen. Sagen wir es mal so. Gold durch schwarze Perle Pech. Schade, ich habe jetzt echt gedacht, dass es funktioniert, aber die sind hier nicht funktional. Okay, gut zu wissen. Ich habe gedacht, das wäre eine richtige Höhle. Ich habe ja einen Break gemacht, weil ich gedacht habe, hier kommt was ganz Großes, jetzt so ein hammermäßiger Loot oder ich werde irgendwo hin teleportiert. Aber hier gibt es keine. Nee. Jetzt hätte ich ein paar Fokussteine aus Jakendar geklaut. Wäre vielleicht auch gegangen. Naja, okay. Lassen wir das? Ich dachte, hier wäre was. Die ganzen Borgleichen, die hier liegen, ist auch schön. So, suchen wir weiter jetzt hier das noch ab. Ich suche ja eigentlich, also ganz eigentlich wollte ich nach Süden, wie schon ganz am Anfang. Aber ich würde hier noch. Mal schauen, da ist eine Orkelite. Hier zu dem Zaun ist doch der Zengard oder so. Zengard gerannt. Das würde ich ganz gerne noch geklärt bekommen. Allerdings muss ich mal schauen, wie ich die hier ein bisschen auseinander bekomme. Es wäre vielleicht möglich. Zumindest nicht alle drei Orks aufeinander. Aber eigentlich möchte ich gar nicht so viele Looten und Levelfolgen hier machen. Also ich brauche die Lernpunkte und so. Aber vielleicht packe ich die auch, weiß ich nicht. Vielleicht lade ich es auch einfach gar nicht hoch. Und ich sage dann, ja, das Gebiet ist aufgeräumt, Leute. Wir kümmern uns jetzt ums Nächste. Vielleicht würde ich es so machen, mal gucken. Es sind immer drei, also da sind drei und da sind drei. Gucken, ob ich die jetzt noch wegbekomme. Die eins sind hier. Wegditschen kann. Also. Zu viel bewegen, mein Lieber. Wenn die zu nah aneinander stehen, glaube ich, dann kriegen die anderen das mit, wenn ich die angucke. Glaube ja, der ist einzeln. Perfekt. Hoffe ich doch. Jetzt vielleicht kommt noch die Orkelite vorbei. Mein Schwert weggepackt, weil ich gedachte, er wäre schon tot. Weil ich gedachte, er wäre schon tot. So. Da sind noch zwei. Ja, wohl machbar sein. Dann weiß ich aber, dass hier hinterm Fluss alles sauber ist, falls ich irgendwann mal wegrennen muss oder so. Ich glaube, alle Orks werde ich gleich nicht wegmachen. Also vielleicht schon, aber nicht aufnehmen. Wird er ja auch irgendwie too much dann. Irgendwo. Hungern ist auch zu viel. Viel des Guten. Na komm nochmal her. Der will mir doch weggeiern. Ist er alleine? Ja. Vielleicht hätte ich mir ja mal wieder ein bisschen Leben antrinken sollen, aber okay. Vielleicht nehme ich das, weil er macht das nicht so wie die normalen Ork-Krieger. Wäre ein bisschen cool, wenn das auch so wäre. Da muss ich nämlich sonst einmal ausweichen, je nachdem, was er macht. Je nachdem, was er macht. Hier am Popo kratzen. Ich hier irgendwann doch noch Biff wiederholen. Geh weg. Geh weg. Okay. Es ist lieber, wenn die das eine Angriffsmuster haben, was ich irgendwie schon weiß, sagen wir es so.
Na gut, dann ein bisschen mehr. Auch gut. Habe ich ja ganz gerne gekauft hier. Ja, kein Problem. Ich sehe vielleicht mal speichern, nachdem ich mich geheilt habe. Machen wir die dann noch und dann die anderen und dann mal gucken. Und danach mache ich keine so eine Folgen mehr, glaube ich. Das mache ich nicht mehr. Wenn ich die überhaupt hochlade, ich weiß es noch nicht. Ja doch, stinklangweilig nicht. Also. Nehme ich doch jetzt ewig stark an. So ein Langsch, was auch immer der für ein Schwert hat, Alter. Jetzt hat's geklappt, weil er aber den anderen Angriff nicht gemacht hat, weil er weit genug weg war. Und wenn man seinen Angriff immer abblockt, dann geht das nämlich voll. Also wenn er den nicht ausführen kann, dann kann er nämlich auch nicht zuditschen. So geht das dann nämlich. Aber das hat ja nicht immer die Ork-Elite. Die haben noch sowas anderes manchmal. So, der müsste jetzt alleine sein. Das heißt, ich brauche keinen Feuerpfeil. Dann sind da drüben noch zwei mit dem Schamanen. Da liegen Tränke. So. Ist vielleicht ein Bettchen? Natürlich nicht. Silberner Ring. Hey, muss dieser Typ aber sein. Also die meinen, wenn sie den Zaun meinten, aber es hieß, er ist einfach Ohrkram runtergerannt zum Zaun. Und das ist ja geradeaus. Müsste er dann hier irgendwo eventuell sein. Da muss ich gleich mal gucken. Da sind nochmal drei. Zwei normale und ein Ork-Schamane. Den hinteren müsste ich wegbekommen. Also wenn die weit genug auseinanderstehen, dann könnte ich die anlocken. Kann ich hier nachher nochmal nach Pflänzchen schauen. Mal gucken. Stehen wir vielleicht doch etwas zu nah beieinander. Vielleicht stelle ich den Schamanen an, doch nicht. Das Highlight gewesen. Bleib stehen! Okay, er kommt alleine. Er steckt fest. Wenn ich jetzt aber noch näher rangehe, kommen die Duties vorbei. Okay, jetzt. Okay. Den anderen Typen. Dann können wir den Schamanen erledigen. Yeah. Und dann müsste hier doch alles aufgeräumt sein. Da muss ich nach dem Typen Ausschau halten. Ich kann nicht dann noch besser einmal alles absuchen, ohne Angst zu haben, dass ich hier komplett ja, überfallen werde, nennen wir es so. Macht. Achso, ich habe keine Energie mehr. So. Ich hätte aber schon ganz gerne den Krieger, nicht den Schamanen. Den Schamanen würde ich als letztes machen. Wenn er dann nämlich auch seine Axt zieht. So. Ja, ich glaube, ich habe Pech. Nee, doch nicht. Der Schamane sah kurz so aus, als hätte der Schamane reagiert. Sah kurz so aus. Na dann, der Schamane einmal hinrennen und kurz den Feuerbällen ausweichen.
Und dann können wir das ja auch erledigt. Also schaue ich mal, ob ich den Typen hier finde. Okay, da hinten könnten natürlich auch noch irgendwelche Duties sein. Alter, die Frequenz, die er da gerade an den Tag gelegen hat. Okay, Karte. Ich gucke jetzt, ob da noch welche sind. Brutale Ork-Axt. Was soll mir das sagen? Trank? Hochrolle? Wandlung Schattenläufe. Ah, ich benutze ihn gar nicht mehr, die Verwandlungsrollen. Könnte ich auch machen, aber ich glaube nicht, dass ich die Verwandlungsrollen die mir jetzt viel bringen. Also auch wenn ich die angreife, weil die Kreaturen hier so stark sind, dass sie mich ja eher in dieser verwandelten Form erledigen. Würde ich jetzt eher denken. So. Ich dachte, da steht was, aber das ist dieses Schild. Na, was? Achso. Die toten Orks haben mich gerade irritiert, die da lagen. So, gehen wir hier noch ein bisschen bergab. Vielleicht liegt da noch irgendwas. Oder da ist noch ein Ork. Hier war ich ja noch. Da, da ist auch ein Ork noch. Einer oder mehr als einer? Einer auf jeden Fall. Ich sehe nur einen. Ja, das alleine. Wenigstens etwas. Dann sind hier nicht 50 gespawnt wie bei den anderen Stellen. Wenigstens das. Aber doch, da hinten ist noch irgendwas. Na, ich habe ja gesagt, den Landstreifen mache ich. Danach laufe ich mit dem guten Zeug einfach mal durch. Der alleine? Ist eine Elite, oder? Ja, ist eine Elite. Alleine? Schon ein bisschen kurios. Was macht der da? Der hat gar nicht reagiert. Ach so, da liegt jemand. Ich muss weit genug weggehen, damit sie diese anderen Angriffe machen. Wenn ich zu nah dran stehe, machen sie nicht den Angriff, den ich ganz gerne hätte. Zengard, ich habe ihn gefunden. Zengards Armbrust. Die ist jetzt aber nicht besser als meine, oder? Deswegen ist er losgerannt. Die Mana-Essenz, Heilkraut, Feuerring. Sehr gut. Gürtel des Feuerläufers. Naja, habe ich überhaupt einen Gürtel an? Gürtel der Stärke. Mittlere Wunden heilen, Wolf, Wind, aus Gold. Gut, und sein Paladin-Schwertchen habe ich jetzt auch noch. Da wären noch zwei Orks. Die würde ich glatt nochmal mitmachen. Dann könnte ich zur Burg Bericht erstatten. Beziehungsweise ich könnte zum Drachen. Da müsste ich aber, glaube ich, da hinten den Berg hoch und da war ein Feuerwehrran, aber die müsste ich wegbekommen. Ich habe ja noch Eisfälle eventuell. Ganz eventuell, bin mir nicht sicher. Ich glaube, da stehen nur zwei. So geht das. Also, wenn ich ganz, ganz wirklich weit weg stehe, dann kommt nur einer angerannt, nicht zwei. Jetzt weiß ich, wie ich das ab sofort mache. Nämlich so. Dann ist es ja easy, gar kein Problem, als wenn da 50 Leute auf einmal auf einen zukommen. Dann brauche ich Biff ja gar nicht. Ich hatte kurzzeitig überlegt, zu schauen, ob ich doch Biff irgendwo wiederfinde, aber. Weil ich auch irgendwie denke, dass er tot wäre. Ganze schöne Gold. Da hinten sind noch mehr Orks. Also nicht nur da drüben, sondern da hinten geht es noch weiter. Oh, tschu, 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 tschu.
Ich muss Richtung Süden. Also gehen wir zur anderen Richtung. Wo ich vorhin war. Wieder straight zurück. Und dann machen wir noch einen Drachen. Der müsste da ja im Süden sein, wurde ja gesagt. Vielleicht finde ich ja dann auch dieses komische Amulett noch. Ist ja auch irgendwo im Süden. Auf jeden Fall haben wir das hier erledigt. Da kann ich dann Edgar oder wie er hieß, Bescheid geben, dass wir ihn gefunden haben. Geht es leider nicht mehr so gut. Aber da haben wir das. Dann jetzt latschen zum Drachen. Bin ich ja wenigstens gechillt mal langlaufen. Ich würde auch diesmal das Auge Inos anlegen. Und ich denke ich dran. Und mir das mal anschauen. Ob ich da jetzt einen Spruch oder Blitzschlag. Schön. Ob ich nochmal einen Unterschied sehe. Beim Kämpfen noch. Ich hatte das da im Inventar gehabt, aber nicht verwendet. Ja. Ansonsten würde ich, glaube ich, irgendwann doch nochmal probieren, ein anderes Schwert zu verwenden. Bis ich genug Stärkepunkte habe, um wieder ein Erzschwert anzulegen. Wenn ich hier hochgehe, müsste es so langsam. Da müsste ich aber... Jemand irgendwo Feuerwehr ran. Jetzt sehe ich natürlich schon wieder nichts. Ich glaube, ich gehe doch zur Burg und latsche dann nochmal frisch von vorne los. Sagen wir es mal so. Und gehe mal kurz schlafen. Dann wäre ich auch geheilt. Da muss ich keine Heiltränke nehmen. Passt. Tja, passt. Das ist mir hier zu dunkel sonst. War doch schon vorher klar. Das war ja schon vorher klar. Gut. Nicht zum ersten Mal. Das war doch schon vorher klar. Wird schlafen. Wie gesagt, ich frage mich echt, wo dieser Typ hier ist. Der früher da stand. Warte, jetzt steht er da. Ich glaube, sonst, wenn ich hier geguckt habe, hat die Uhrzeit nicht so gestimmt. Engo. Wie laufen die Geschäfte? Beschissen. Die Paladine wollen einfach nichts kaufen. Wie steht's mit dir? Brauchst du noch irgendwas? Was hast du denn? Zeig mir deine Ware. Alter, hat der viele Tränke. Kriecher, Rohstahl. Bei dem hätte ich Rohstahl kaufen können. Mhm. Ach, Neger, Armbrust. Ja, ne? 150 Stärke, gar kein Problem für mich. Überhaupt kein. Und der Unbezwingbarkeit, na, den habe ich schon. Meinst du, mir geht es besser? Okay. Habe ich aber mit dem gesprochen, weil ich mich jetzt immer gewundert hatte. Erzähl dir doch nichts Neues. Ins Bettchen. Damit wir jetzt am nächsten Tag frisch fröhlich auf Drachenjagd gehen können. Ich würde natürlich hinrennen. Hallöchen. Wie sonst auch. Und wenn das gute Zeug alle geht, dann reiß ich halt kurz mal nach Jaken da. So ein bisschen Urlaub kann man ja dann auch brauchen. Wusste ich für ihn nicht auch? Ach, sein Geldbeutel wurde geklaut, nicht wahr? Da war ja was. Einhand eigentlich. Da bin ich auf 85%. Ich habe halt so ein bisschen, habe ich die Hoffnung, dass man da irgendwie nochmal so eine Steintafel für Einhand findet. Da möchte ich das jetzt gar nicht weiterleveln unbedingt. Gib die Hoffnung nicht auf. Ich dachte, irgendwann laufe ich immer im Feuerregen lang. Also nicht in der Burg, weit genug weg von der Burg. Sonst habe ich nachher ganz andere Probleme. Ah, naja, okay. Ach, erstmal kurz nochmal speichern, falls ich gleich unterwegs sterbe, wie immer. Und dann kurz überlegen, wo ich hin will. Ja, über den Fluss nach da hinten hoch. In den Süden. Aber in den Süden. Sonne hinterher. Okay, gut.
Arbeit wartet. Dahin nicht immer ein Hund. Auch das Futterzeug wirklich nur, um hier einmal kurz bei denen vorbeizurennen. Obwohl die es wahrscheinlich auch so schaffen würde, aber dann habe ich ein bisschen Aua abbekommen. So. Wieso war das auch auf einmal auch ein unsichtbarer Kieselstein? Das kann ja nicht sein. Hier ist ja alles sauber. So. Schön. Wenigstens hier kann ich unbeschwert lang rennen. Wenn es hier auch noch ein Bettchen geben würde, wäre nice. Naja, und wenn ich in Grünes bin, kann ich ja dann irgendwann nochmal hier Tränke lernen. Muss ich zu Konstantino. Außer ich habe vor meiner 20 Lernpunkte mal wieder für was anderes ausgegeben, was ich mir ganz gut vorstellen kann. Ich kenne mich doch. So. Oh Gott, ich bin in einem Feld. Ich hätte nicht so reinlaufen sollen, ich verstehe. So geschafft, obwohl ich total bescheuert reingelatscht bin. Na, das macht man so. Da ist noch ein Feuerwehrran. Müsste mir eigentlich jetzt dann mal die anderen Sachen hier anziehen, oder? Die anderen Ringe. Gar nicht Ring der Krieger und so, sondern vielleicht. Okay, Inos noch nicht. Habe ich nicht diese Ringe gegen. Feuerring, genau. Feuerring. Das sind nur drei. Ich glaube, das passt. Was ist ein Erzhaut? Ach, vor Waffen. Und ein anderes Amulett. Habe ich irgendwie. Ich hätte auch ein Amulett der Lammen. Ankus-Amulett kann ich anziehen. Das ist ja relativ gut. So, wenn ich jetzt nämlich das hier erstmal nicht anhabe. Weil Schutz vor Waffen brauche ich jetzt irgendwie gerade nicht so, sondern Schutz vor Feuer wäre schon nice. So, genauso wie hier. Der Gürtelschutz vor Feuer könnte ich anziehen. Was habe ich noch? Ah, Stärke. Ja, ich habe zwar gerade keinen Schutz mehr vor Waffen, aber vielleicht achte ich ein bisschen drauf, was da für Gegner dann vor mir stehen. Und wechsle dann meine Sachen für nachher. Falls auf einmal irgendwelche Orks auch wieder auftauchen oder sowas, dann wäre es vielleicht ganz praktisch. Aber jetzt würde ich es erstmal so machen. Hätte wegen den Feuerwehrran und wahrscheinlich sind da noch mehrere. Auf der anderen Seite waren zumindest noch mehrere. Und wegen dem Trachtenton. Allerdings noch das Auge Innos dann anlegen. Räumen wir hier auch noch ein bisschen auf. Nein, gar kein Problem. Dann nehmen wir hier direkt dran da. Schon mal als vorhin. Mhm. Du nicht. Ja,
dann locke ich die einzeln her, wie ich es gelernt habe. Der Severano oder so? Varane, die normalen. Oder auch nicht. Dann die anderen. Habe ich noch Eispfeile da, dass ich erstmal den Feuerwehrran wegmachen kann? Ja. Mal gucken, dass ich das Feuerteil treffe. Okay, so. Ja, okay, ist jetzt günstiger. Dann so. Frage ist, was erwartet mich jetzt noch, wenn ich hier hochgehe? So viele Eispfeile werde ich nicht haben. Ohne Steintafel. Bogenschützen. Ich hätte die Bögen behalten sollen. Ich krieg mehr Bogenschutz. Bogenschützen-Steintafeln als Armbruststeintafeln, habe ich das Gefühl. Also. Und ich. Ist es dunkel? Wo geht's hier hin? Zebra irgendwo hin? Nee. Da geht's nicht weiter. Brücke. Dann auf der anderen Seite. Einmal herum. Ich glaube, beim Drachen komme ich heute nicht mehr an. Gut. Sehr schön. Und jetzt gleich diese komischen Echsenmenschen wieder auftauchen. Muss ich aber meine Ringe nochmal um. Also, Echsen. Ziehen, wechseln. Was machen die da? Da stehen Menschen. Ich nehme an, Banditen. Wir haben nicht diese. Also, ich sehe sie von hier. Sieht es für mich nicht aus wie die Drachenjägerrüstung. Wie sind die da an den Feuerwehrern vorbeigekommen? Ist das? Gorn! Ist das? Den kannte ich aber noch nicht. Den anderen kenne ich. Wie sieht's aus? Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Du nicht, oder was? Was hat der überhaupt an? Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Mhm. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper. Alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. Rita. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Ich auch. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Wieso? Wieso hab ich das nie bekommen? Wieso hat er mir nie angeboten, eine Rüstung zu machen? Idiot. Wo ist dieser Wolf jetzt? Also echt. Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Damals war er einer der Söldner hier in der Kolonie. Ach. Vermute, dass er immer noch mit den Jungs rumhängt. Ja. Und wie? Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Ich glaube, der Typ steht hier immer. Also der Drachenjäger da, Gorn,
Der ist erst hierher gekommen mit dem Kapitel, aber ich glaube, der Typ steht hier bestimmt schon. So steht hier immer. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Sicher, warum nicht? Wenn es jetzt bei ihm günstiger gewesen wäre. Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. Drachensnapperhorn. Was ist denn ein Drachensnapperhorn? Rollerplatten und Feuerzunge. Ich habe keine Lernpunkte übrig. Wahrscheinlich hätte ich bei ihm auch lernen können, die Drachen ausnehmen und hätte nicht 1000 Goldstücke an diesen einen netten Typen hier ausgeben müssen. Hat er sonst noch was zu berichten? Nee. So, Gorn. Willst du mich verarschen? Hier hast du dich also verkrochen. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Nachts brennen dort Lichter. Und ich kann Schreie hören. Meine auch gleich. Geil. Vielleicht ist es Lester, der in seine alte Felsruine zurückgekehrt ist. Kann nicht sein. Soviel ich weiß, wohnt Lester dort oben nicht mehr. Der war auf einmal woanders. Ein Drache? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Jo. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären. Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Was? Was für Unholde sollen das sein? Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. Meint ihr die Echsenmenschen? Aber die schnauben doch nicht, oder? Was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Du meinst noch mehr, als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Ja, und wie? Und wie? Kannst du mir helfen, in die Festung zu kommen? Ich weiß nicht so recht. Ich habe Angst, dass die Orks genau in dem Moment losschlagen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Das ist Paranoia. Kann's nicht ändern. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich zu spät käme, verstehst du? Andererseits, was soll's? Wozu bin ich hergekommen? Lass uns die Ebene stürmen und den Weg zur Festung freikämpfen. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Außerdem will ich mir die Biester da oben mal aus der Nähe ansehen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Okay, kann ich jetzt Gorn mitnehmen. Bei dem anderen, also ich nehme an, da oben ist ein Drachen. Bei dem anderen Drachen konnte ich ja Cypher und Rod mitnehmen. Wer kann ich nur einen mitnehmen? Ist der Drache dann vielleicht leichter? Ich bin jetzt hier nicht stärker bewaffnet unterwegs. Ich gucke mir die Lage da mal an und dann gehe ich zu Gorn zurück. Der hat doch genau. Ich habe doch was bei ihm. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Der Weg oder der andere Weg? Ich speichere kurz, bevor ich gleich angefallen werde von irgendwas. Ich will da mal kurz lang. Und auf der anderen Seite kurz lang gehen. Ich würde eigentlich zu dem Drachen. Ich würde eigentlich mal wieder Drachen jagen gehen. Wenn Loot nun leveln hier. Reicht mit Looten und Leveln. Ach ne, hier bin ich ja vorhin lang gelaufen. Es geht nur da weiter. Ich gehe mal ein Stück nach hoch und dann gucke ich mir die Lage mal an. Und ansonsten ziehe ich mit Gorn los. Mein müsste ja da Pünktchen bekommen. Okay, da steht schon was. Ein Echsenmensch. Dann würde ich nach da oben mit Gorn gehen, beziehungsweise weitergehen. Muss ich das nicht alleine machen? Und er schafft es ja wohl.
weiß nicht, ob ich dem dann auch Heiltränke geben müsste. Wäre nicht so schlimm, ich hätte genug Heiltränke. Ja, Leute, dann in der nächsten Folge on Tour mit Gorn. Ich weiß nicht, wie es läuft. Wir werden es sehen. Ich hoffe, wir kommen beim Drachen an. Wir müssen eigentlich jetzt ein Drache kommen. Und ja, und heute war es das. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao.